Stehen geblieben sind wir bei den verschiedenen Formen der Arbeit. Den Begriff der Hubarbeit haben wir bereits geklärt. Heute schauen wir uns mal an, was es denn mit dem Begriff Verformungs- bzw. Federarbeit auf sich hat. Bei der Formel dafür fällt uns auf, dass wir es mit einer elastischen Kraft zu tun haben. Diese ist gekennzeichnet durch den Buchstaben Fe. Alternativ kann man die Federarbeit mittels dem Steifigkeitskoeffizienten K berechnen. Was aber ist dieses K? Nehmen wir hierzu die Feder als Beispiel. Hierbei ist die Auslenkung einer Feder proportional zur Krafteinwirkung. Um dies festzustellen, nehmen wir einmal die Feder und drücken sie zusammen. Der Steifigkeitskoeffizient K gibt Auskunft darüber, wie viel Kraft aufgebracht werden muss, um die Feder um eine gewisse Länge zu stauchen bzw. zu dehnen. F meint die äußere Krafteinwirkung und S die Auslenkung der Feder. Sprich, um wie viel weicht die aktuelle Länge der gestauchten bzw. gedehnten Feder ab von ihrer Ruhelänge. K ist eine Federkonstante, sprich, das Verhältnis zwischen einwirkender Kraft und Längenänderung der Feder ist konstant. Hier eine kleine Aufgabe für die Denker unter euch. Eine unbelastete Feder mit einer Ruhelänge von 15 cm wird bei einer Belastung von 1 Newton auf die Länge von 10 cm gestaucht. Ich möchte gerne den Steifigkeitskoeffizienten K berechnen. Wenn ihr das kurz im Kopf berechnen wollt, dann könnt ihr auf Pause drücken. Nun setzen wir die Werte ein. Für die einwirkende Kraft F setzen wir den Wert von 1 Newton ein und für die Auslenkung S setzen wir den Wert 0,05 ein und erhalten somit eine Federsteifigkeit K von 20 Newton pro Meter. Bevor wir auf die dritte Form der Arbeit, der Beschleunigungsarbeit, eingehen, noch eine kleine Randbemerkung für die Formel zur Federarbeit. Es gibt zwei Schreibweisen, die Federarbeit zu berechnen. Zweitere Schreibweise erhält man, indem man für die äußere Kraft Fe folgenden Ausdruck einsetzt. Nur eine kleine Umformung des Hooke'schen Gesetzes und wir erhalten für die Kraft das Produkt aus Federsteifigkeit K und Auslenkung S. Beide Schreibweisen sind also dieselben. Der Vorfaktor 1/2 ergibt sich, wenn man die lineare Federfunktion integriert, um die Fläche darunter zu berechnen. Dazu aber mehr in unserem Wiki-Eintrag DIN 3. Im Sport kommt die Federarbeit zum Beispiel beim Trampolinspringen vor. Jedes Mal, wenn der Turner im Tuch einsinkt, wird es gedehnt und die potenzielle Energie gewonnen, die der Turner in Höhe umsetzen kann. Und da wären wir auch schon beim nächsten Thema, der Energie. Davor aber kurz noch einmal die Auflösung, was sich hinter dem Begriff Beschleunigungsarbeit verbirgt. Grundsätzlich beim Beschleunigen wird Beschleunigungsarbeit verrichtet. Im Sport finden sich unzählige Beispiele dazu. So muss ein 100-Meter-Sprinter seinen Körper innerhalb der ersten, sagen wir 20-30 Meter auf eine gewisse Geschwindigkeit beschleunigen. Die Berechnung lässt sich mittels folgender Formel realisieren. Die Arbeit Work ist gleich Kraft mal Weg. Alternativ kann auch die Arbeit mittels der Geschwindigkeit bestimmt werden. Jetzt aber kommen wir zu einem neuen Thema, dem Thema Energie. Energie ist das Arbeitsvermögen eines Körpers. Dabei haben Energie und Arbeit die gleiche Einheit. Zunächst wird das Hauptaugenmerk auf die kinetische und potenzielle Energie gelegt, die mittels folgender Parameter definiert werden. In beiden Formeln taucht das Symbol M auf, welches für die Masse steht. Die kinetische Energie ist abhängig vom Quadrat der Geschwindigkeit. Wenn ich also die Geschwindigkeit eines Körpers verdopple, so vervierfacht sich die kinetische Energie des Objekts. Die potenzielle Energie ist gekennzeichnet durch die beiden Parameter G und H. G steht für das Gravitationsfeld der Erde. Es wird also Arbeit gegen die Gravitationskraft verrichtet. Und H ist beispielsweise die Höhe, um welche ein Gegenstand angehoben wurde. Wir erinnern uns im ersten Teil an das Beispiel des Bierkastens, wo mein Mitbewohner einen Bierkasten auf einen Stuhl angehoben hat. Demnach besaß der Bierkasten auf dem Stuhl eine höhere potenzielle Energie wie vorher auf dem Fußboden. Ein entscheidendes Element der Dynamik ist der Energieerhaltungssatz. Er lautet wie folgt: Die Summe aller Energien in einem geschlossenen System, wie zum Beispiel dem Universum, bleibt konstant. Dies bedeutet, dass, sofern keinerlei Reibung stattfindet, niemals mechanische Energie verloren geht. So würde zum Beispiel ein Wagen immer weiterfahren, ohne langsamer zu werden. Wir wissen also, in einem geschlossenen System kann Energie niemals verbraucht bzw. verloren gehen. Sie kann lediglich in eine andere Form umgewandelt werden. Das ist kein Thema. Im Wiki taucht noch folgendes Beispiel auf. Ein Ball wird senkrecht nach oben geworfen. Die Bewegung in der Steigphase wird durch kinetische Energie, also Bewegungsenergie, ausgedrückt. Die Geschwindigkeit des Balles nimmt mit steigender Höhe ab, bis am höchsten Punkt die Geschwindigkeit gleich 0 ist und sich somit kinetische Energie in potenzielle Energie umwandelt.
Gegeben sei also ein Ball, dieser wiegt 1,5 Kilo und dieser wird in 25 Meter Höhe geworfen. Wie hoch ist denn seine kinetische und potenzielle Energie und mit welcher Geschwindigkeit fällt der Ball herunter? So, meine Lieben, das erfahrt ihr im dritten Teil. Bis gleich.